Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es darum, Kartenaufleger oder Motive zu erstellen, die man vielleicht in einem Album oder in einem Journal benutzen kann. Ich habe mir bewusst hier einige Waldmotive und Sternmotive ausgesucht und es geht ein wenig ins Fantasiehafte. Nutzen kann man das für verschiedene Dinge. Theoretisch könnte man es sogar für Weihnachtskarten nehmen. Wenn man dann zauberhafte Grüße oder Ähnliches draufschreibt, wäre das auch sehr gut. Natürlich auch als Geburtstagskarte für Kinder, für ein Feenalbum. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Darum habe ich jetzt meine Karten auch noch nicht, oder meine Aufleger besser gesagt, noch nicht auf Karten draufgeklebt, weil ich noch nicht richtig weiß, was ich hinterher damit anstelle. Es geht jetzt nur darum, wie man stempelt und wie man koloriert. Falls das euch interessiert, dann seid ihr hier richtig und könnt hier mal ein wenig zuschauen. Alle meine vier Kartenaufleger haben den gleichen Anfang, obwohl sie hinterher ganz anders aussehen. Aber ich nehme hier Distress Oxides, Mustard Seed und eine Schablone von 13 Arts. Und hier sind Sterne zu sehen in der Schablone und die sind so wie ein, ja, nicht wie ein Kreis, aber ja, wie so ein Swirl halt angeordnet. Und die werden jetzt alle gleich im Grunde genommen koloriert. Und ich nutze auch wieder die Farben, die auf der Schablone sind. Hier sieht man, dass ich vier Kartenaufleger mit derselben Schablone bearbeitet habe, aber bisher nur eine blau bearbeitet habe an den Rändern. Und welche Farben ich genutzt habe, hat man ja im Video sehen können. Und nun suche ich mir ein Stempelset von Stamping Up heraus und ihr seht jetzt, was ich davon benutze. Bei diesem Sternmotiv nutze ich Embossing Ink und werde das auch später Gold embossen. In dem Video werden verschiedene Versafine-Tinten von mir benutzt und da nutze ich nicht zusätzlich ein Embossing Ink, sondern ich nehme das Versafine und nutze dann einfach klares Embossing-Pulver darüber und das funktioniert. Da braucht man dann nicht nochmal extra stempeln mit Embossing oder mit einem farbigen Embossing-Pulver. Das ist eigentlich ganz hilfreich, da braucht man nicht zu viele verschiedene Farben. Ich habe gar nicht so viele verschiedene Embossing-Farben, also von den Embossing-Pulvern,
weil man wirklich farbig stempeln kann mit den verschiedenen Stempelkissen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die sollten halt nicht zu schnell trocknen. Versafine funktioniert deswegen sehr, sehr gut. In grün, blau und was es da alles gibt, auch in schwarz. Und dann kann man die mit klarem Embossingpulver versehen und hat dann diesen schönen scheinenden Effekt und ist dann im Grunde genommen auch, diese Stelle ist dann geschützt und man kann dann mit Distressoxiden und mit anderen Farben sehr schön drüber kolorieren. Und was dann oben auf der Oberfläche von dem Embossen drauf bleibt, das kann man dann mit einem Tuch wieder abwischen. Dieses Stempelmotiv ist wirklich so schön und man kann es wunderbar noch kolorieren, was ich hier jetzt auch mit einem Wassertankpinsel erledige und ich nutze Distress Oxide Inks. Nun für das nächste Kartenmotiv. Ich habe ja die gleiche Folie benutzt für die Sterne. Da nehme ich mir jetzt einen Stempel von Lavinia und ich werde den jetzt gleich platzieren und dann weiter eine Szene erstellen. Aber das seht ihr dann. Zusätzlich benutze ich noch einen kleinen Hasen von La Blanche. Und das sind verschiedene Stempelsets, aber das macht überhaupt nichts. Man muss halt gucken, was man ja in seinem Vorrat hat und versucht das dann für seine Zwecke zu benutzen. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, möchte ich diesen Stempelabdruck gerne schützen. Und zwar nutze ich das jetzt so, wie ich das jetzt gestempelt habe mit dem Versafine und gebe gleich klares Embossingpulver drüber und embosse das dann. Und das gibt dann einen wunderschönen scheinenden Effekt. Das werdet ihr gleich sehen. Und dies ist das Embossingpuder oder Powder, was ich benutzt habe. Thank you.
Eigentlich meine ich, es ist selbsterklärend, welche Stempel ich hier benutzt habe. Ich habe sie ja immer ins Bild gehalten, aber ich wollte es jetzt nochmal erwähnen. Die Tannen sind von einem Stamping Upset. Dieser kleine Hase, sagte ich ja schon, ist von La Blanche und die Fee bzw. Elfe ist von Lavinia. Und jetzt koloriere ich mit meinem Wassertankpinsel und Distress Oxides nach und versuche, den Hauptpersonen da ein wenig Grund zu geben, sodass sie nicht in der Luft hängen. Damit war ich jetzt fertig und jetzt beginne ich mit der nächsten Karte. Und ich nutze wieder mein Scrap-Papier, also mein abgerissenes Papier, und kreiere einen Hintergrund. Die Szene gefällt mir soweit ganz gut, aber irgendwie fehlt mir was im Mittelpunkt und darum habe ich mich dann entschieden, dieses Set noch zu nehmen. Und zwar ist das von Clarity Stamp und da habe ich mich jetzt für einen Elfen entschieden und den werde ich jetzt genau in die Mitte platzieren. Der wird dann auch wieder mit Versafine gestempelt, diesmal mit dem Dunkelblau, und darauf werde ich dann wieder klares Embossingpulver draufgeben und dadurch hat er so einen leichten Schimmer und der ist dann für das weitere Einfärben gut geschützt.
Ja, für dieses Motiv habe ich auch wieder in der Mitte die Pilze und auch dieses Elfenmotiv habe ich von Clarity Stamp. Jetzt nutze ich beispielsweise einen Alkoholstift, weil ich diese kleinen Pilze mit Embossingpulver überdeckt habe. Und da kann man nicht mit normalen wasserlöslichen Farben drüber malen, die halten dann nicht. Ja, und das sind jetzt die Resultate, wenn man davon ausgeht, dass ich eigentlich die gleiche Schablone am Anfang benutzt habe, sind die Motive doch sehr unterschiedlich geworden. Aber insgesamt sind sie halt fantasievoll und können in einem Album verwendet werden oder für eine Kartenserie, wenn man vielleicht jemanden auch beschenken möchte. Als Kartenaufleger dienen sie dann und man könnte so ein kleines Set zusammenstellen und jemanden damit auch beschenken. Das Ganze hat mir mal wieder riesigen Spaß gemacht und ich wollte euch gerne daran teilhaben lassen. Hoffe, es waren ein paar Anregungen für euch dabei. Wäre toll, wenn ihr mir ein Däumchen hoch hinterlasst und vielleicht auch einen Kommentar schreiben würdet. Ich freue mich immer unglaublich darüber. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Also dies hier war jetzt eher so aus dem Fantasiebereich, Fantasy-Bereich. Wenn ich sage fantasievolle Karten, meine ich jetzt einfach eher, naja, dass es eine andere Welt ist, die ich da abgebildet habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald hier mal wieder und sage dann, ja, bastelt euch glücklich. Bis bald. Tschüss.